Läuft eigentlich ganz gut hier, muss ich sagen, die Runde. Och nö, ne? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, was mache ich, was mache ich? Ah! Yo Leute, hier sind wir wieder und heute gucke ich mal, ob ich eine Map erwische von dem Uprising Pack, weil das will ich ja noch machen und danach kommt das Revolution Pack, aber das ist im Moment überhaupt nicht leicht. Ja, hier kommt zum Beispiel jetzt Meltdown, so ein Scheiß. Hier, ich kann nicht mehr auswählen, dass ich nur wirklich auf den Maps von, auf den Uprising Maps zocken kann. Das finde ich total scheiße gemacht von den COD-Leuten, aber so kennt man es ja nicht anders von COD. Also ja, schauen wir mal, wie weit ist das? Okay, das Spiel ist noch nicht weit vorangeschritten und wir haben hier die goldene Scorpion. Es wurde gewünscht von euch, von einem, war leider nur einer, der einen Kommentar darüber dagelassen hat, welche Waffe ich doch als nächsten als nächstes zocken soll. Und das war hier die Scorpion und hier habe ich jetzt auf Gold. Da war einer, aber... Oh, ja. Ja. Oh, fuck, wo kommt die Granate? Oh, fuck. So, jo. Deswegen werde ich jetzt hier die Scorpion benutzen. Oh, scheiße, was war das denn? Naja, gut, der Start war nicht schlecht eigentlich. Schauen wir mal. Ihr könnt mir gerne wieder Kommentare da lassen, ja. Was für eine Waffe ihr sehen wollt oder auch nicht, ist mir... Egal ist es mir nicht, aber ihr könnt es gerne machen, wäre cool. MSMC ist ja auch noch da. PDW. Apropos, mit der PDW habe ich heute ein Team Deathmatch erspielt. Ein gutes Gameplay. 26-2 auf Plaza war richtig nice. Och komm. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, die Sturmgewehre sind hier so OP. Hätte ich hier noch den Uprising-Modus, könnte ich mir schön die Maps hier aussuchen. Das wäre echt nice. Aber naja, COD musste es natürlich rausnehmen. Was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Bam, komm her. Oh, da ist noch einer. Och man, ey. Die PDW macht gut Schaden, muss ich sagen. Schaden sagen. Hat sich fast gereimt, aber irgendwie auch nicht. Ach, keine Ahnung. Okay, wo sind die? Also, Vertigo ist halt auch eine von den Uprising Maps, deswegen zocke ich die hier. Und ja, ich bin jetzt nur mit goldenen MPs unterwegs, weil ich will Diamant. Mir fehlt noch die Chicom, auf die habe ich überhaupt keinen Bock, ehrlich gesagt. Weil ich mag die Waffe überhaupt nicht. Irgendwie, ich kann die nicht so ab. 3-Schuss-MP, das ist nicht so geil, ne? Nee. Ah, die sind... Der ist tot, oder? Scheiße. Da waren zwei, das wäre voll geil gewesen, aber naja. Sie mussten ja vorher sterben. Die wollten nicht durch mich sterben. Okay, hier sind wieder meine Typen am Spawn, also ich laufe jetzt einfach mal eine Runde da lang. Dass ihr auch mal ein bisschen was von der Map seht, darum geht's mir ja auch. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Zum Glück ist meine Waffe im Nahkampf überragend. Den kann man auch an der Seite lang. Ja, das ist halt so, in Indien, glaube ich, war das. Ist das so eine Map? Hier kann ich auch lang. Ah, da geht nie jemand lang. Vielleicht haben die alle Angst runterzufallen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt man da lang. So eine Map in Indien hier, Mumbai, glaube ich, war das. Ja. Ah. Blutrünstig. Jawohl. Läuft eigentlich ganz gut hier, muss ich sagen, die Runde. Och nö, ne? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, was mache ich, was mache ich? Ah! Einfach mal das Teil hier lang geschickt. Hier habe ich keine Munition mehr, okay. Muss ich mit meiner Pistole spielen? Nein, nee, 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 ganz blöde Lage. Ah, was hat denn der dabei? M72. Och komm, das hätte besser laufen können. Was soll's. 9-4 kann man lassen. Da hinten ist noch einer. Ja. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Och komm, ich war doch dahinter. Genau. Das ist irgendwie komisch bei COD in letzter Zeit. Man ist wirklich schon um die Mauer und natürlich stirbt man noch, weil die Schüsse ja durch 2 Meter Beton kommen. Ganz klare Sache. Schafft auch ein Papierflieger da durchzukommen, also ja. Von mir aus am besten hier alle Schüsse durch die ganze Map fliegen lassen. Warum denn nicht? Boah. Böse das Ding hier. In Gold muss ich sagen, sieht sie noch nicht mal so geil aus. Also da fehlt noch was. Diamant sind die Waffen dann hier endlich vollkommen, sage ich mal. Auch wenn es irgendwie was... hat schon was Komisches. Also ist ein bisschen gay, aber irgendwie pornös, keine Ahnung. Also
ist schon eine feine Sache, so eine Diamantwaffe. Ah, da rennt einer. Der ist da. Ja. Komm her, komm her. Ah, da sind... Wo ist der? Scheiße, was? Noch einer? Ja, komm, hier ein bisschen hier Gangbang gemacht oder was hier? Ja. Das liebe ich ja, wenn die Gegner da alle auf einen Haufen rumpimmeln. Was? Hui, das war eng. Was reden die da jetzt die ganze Zeit? Komm, hier. Jetzt gibt's auf die Fresse. Immer so geil, was die hier labern. Gott. Gott, aim echt, ey. Oh, fuck it. Vielleicht soll ich meine Pistole nachladen, weil ich weiß ja nicht, was jetzt so auf mich zukommt. Nein, 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 nein. Och Gott, du Muschi, komm her. Meine Gott, meine Gott. Ich glaube, manchmal ist so eine Scheiße hier bei Live-Commentaries, das gibt's nicht. Da ist noch einer. Ja. Und da, noch einer, noch einer, noch einer. Oh. Fuck. Nee, da sind jetzt zu viele eigentlich. Ha, ha, ha. Nice. Ich muss aufpassen. Oh, schön, schön hast du da gelegen. Oh, meine Hunter-Killer hat den Last Kill gemacht. Ich war der Beste aus dem Spiel. Läuft eigentlich, ja. Also das war jetzt diesmal die Map Vertigo. Wenn ihr irgendwie eine bestimmte Waffe das nächste Mal sehen wollt, dann könnt ihr mir gerne irgendwas in die Kommentare schreiben, Kritik, sonst was. Könnt ihr auch da lassen. Also, ja. Ihr wisst ja, ich antworte immer bei Kommentaren. Also, ja, das war jetzt die zweite Map des Uprising Packs, da kommen noch die anderen. Und das Revolution Pack, da wird noch so viel kommen, ja. Im Moment habe ich halt einfach irgendwie Bock auf COD. Ich werde vielleicht irgendwie so ein Frei-für-alle-Freitag oder sowas machen. Keine Ahnung, habe ich irgendwie Bock drauf. Ich schaue jetzt nochmal, komme ich jetzt in die Lobby? Nee. Ja, egal. War jetzt ein kurzes Video, also relativ, aber naja, was soll's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein.